Am Freitagnachmittag haben Unwetter mit Tornados in Nordrhein-Westfalen gewütet. Am stärksten betroffen waren die Städte Paderborn und Lippstadt. In Paderborn sieht man unter anderem in einem Gewerbegebiet massive Schäden. So wurde ein Möbelgeschäft völlig zerstört. Die Scheiben sind zerborsten, Sofas und andere Polstermöbel wurden laut Augenzeugenberichten aus dem Markt herausgeschleudert. In der Stadt Paderborn wurden nach Angaben der Polizei 43 Menschen verletzt und davon 13 Menschen sogar schwer verletzt. Eine Frau schwebte zunächst in Lebensgefahr. Sie wurden unter anderem von Dachziegeln getroffen und durch umstürzende Bäume verletzt. Der Tornado hat in Paderborn nach Schilderung der örtlichen Behörden eine etwa 300 Meter breite und 5 Kilometer lange Schneise der Verwüstung quer durch die Großstadt angerichtet. Der Sachschaden geht in die Millionen. In diesem Blumengeschäft sind nahezu alle Glasscheiben zerbrochen. Auch im rund 30 Kilometer entfernten Lippstadt sieht man in der Stadt eine Schneise der Verwüstung. Vor einem Schulgebäude wurden viele, auch massive Bäume umgerissen, die sich nun über dem Schulhof verteilen. Zum Glück war die Schule zum Zeitpunkt des Unwetters geschlossen. Das Turnhallendach samt Solaranlagen wurde weit verfrachtet. Viele Dächer wurden abgedeckt und stark beschädigt. Manche Dachziegel schlugen in Form von gefährlichen Geschossen in Hauswände ein. Feuerwehr und THW begutachten nun Häuser und deren Tragfähigkeit. Nach Angaben des NRW-Innenministeriums sind landesweit mehr als 7.500 Einsatzkräfte ausgerückt. Mehrere Autos haben Totalschaden. Wie durch ein Wunder wurde niemand in Lippstadt verletzt. Ein Anwohner berichtet, wie schnell das Unwetter aufzog und dann wieder vorüber war. Das ging urplötzlich super schnell und war innerhalb von wirklich 90 Sekunden auch schon wieder vorbei. Und was anschließend ganz toll war, alle Nachbarn waren auf der Straße. Es wurde geschoben mit Schneestiebern, es wurde aufgeräumt, es wurde gesägt. Die ganzen Bäume, Kastanienallee, alles komplett dicht. Feuerwehr hat die ganze Nacht gearbeitet, die Straßen wieder frei gemacht. In Hellinghausen bei Lippstadt hat der Tornado sogar das komplette Dach eines Kirchturms weggerissen. Zum Glück hielt sich kein Besucher zum Zeitpunkt des Unglückes im Innern auf. Nach einem ruhigen Wochenende steigt schon am Montag wieder die Unwettergefahr an. In der Wetter-Online-App erhalten Sie zeitnah alle Infos und können die Gewitter zum Beispiel auch im Wetterradar verfolgen und somit abschätzen, ob es auch bei Ihnen blitzen oder donnern wird.